Ich glaube an meine Familie und ich glaube, dass sie dann weiterhin unsere Traditionen, unsere Erziehungen so weiter übernehmen. Ich habe drei Kinder und mein Sohn, also der ist jetzt 30. Bei uns ist es normalerweise so, der Junge bleibt eigentlich in zu Hause so, auch wenn er geheiratet hat und seine Familie sollte mit den Eltern so in einem Haushalt sein. Ne? Und dann zwei Töchter, die eine ist gerade fertig mit ihrem Studium und die zweite studiert. Mein Mann und ich, wir sind ja immer hinter die Kinder gestanden und immer wieder nur nach vorne geschoben, gesagt haben, also Ausbildungen, Schule, Schule, Schule. Ne? Weil ohne Schule ist schon ganz schwer. Mit Schule schon. Und ohne noch ganz schwer. Eine Krankenschwester Arbeit, In Hamburg so 8 Stunden und dann mache ich meine Hausarbeit. Das, was natürlich gemacht werden muss, das ist für mich sehr wichtig. Es muss schon einigermaßen aufgeräumt werden. Wir kochen jeden Tag frisch. Wir waren 5 Geschwister zu Hause und unsere Eltern haben vieles gemacht für unser Wohlsein zum Beispiel. Ne? Und ich denke, ich gebe das jetzt weiter an meine Kinder. Und dann sollen die deren Kinder das weitergeben. Zu Hause ist natürlich da, wo man sich zu Hause fühlt. Meine erste Zuhause ist in meiner Heimat, ist klar. Wir wollen so in die Richtung auch wieder hier so einrichten. Ne? Und auch dann mit der Zeit muss man ja auch leben, dann auch was Modernes und so Kombinationen. Natürlich, ich freue mich, wenn, sagen wir mal, Deutschland gegen Brasilien oder Portugal oder weiß ich auch nicht, wegen gegen ein anderes Land spielt, dass ich sage, jetzt bin ich für die Deutschen. Aber ich kann das nicht in Frage stellen gegen Serbien oder Mazedonien oder Kroatien. Dann bin ich immer für, ne, Balkan. So.